Hier befinden wir uns in einem Teil unserer Farm. Wir sind 2015 mit einem Drucker angefangen und sind jetzt bei über 34 Drucker. In der Woche schaffen wir bis zu 1900 Druckstunden, die abgerechnet werden. Das Ganze machen 2 bis 4 Auszubildende in den Berufen des Produktionstechnologen, des Werkzeugmachers, des Industriemechanikers und des Elektronikers für Automatisierungstechnik. Das Konstruieren der Bauteile übernehmen die technischen Produktdesigner in unserem eigenen Konstruktionsbüro. Das Besondere an dieser Versetzungsstation und was sie so attraktiv macht, ist, dass täglich neue Bauteile hierher kommen mit den unterschiedlichsten Kundenanforderungen. Dies stellt die Auszubildenden immer wieder vor neuen Aufgaben, diese Bauteile kreativ herzustellen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Eike Frese. Ich bin Ausbilder am Standort Emden für den Beruf technische Produktdesigner. Wir befinden uns hier auch im Büro der technischen Produktdesigner, den Hauptlernort der Auszubildenden, wo wir an richtigen Aufträgen für das Werk, aber auch für andere Unternehmen Konstruktion, Zeichnung und Projekte realisieren. Unser Konstruktionsprogramm, welches wir verwenden, ist CATIA V5. Es ist eine Standardsoftware, die in Volkswagen komplett genutzt wird. Und mithilfe dieses Programms können wir die 3D-Modelle erstellen, welche dann umgewandelt auf die 3D-Drucker verwendet werden können. Die Auszubildenden, die unterstützen wir in dem gesamten Prozess, bringen natürlich unsere Erfahrung mit ein, zeigen ihnen, auf welche Besonderheiten man auch gerade beim Thema 3D-Druck zu achten hat, welche Materialstärken das sind, lassen sie aber natürlich auch selbstständig weiterarbeiten, dass sie ihre eigenen Erfahrungen mit den Projekten sammeln können. Mein Name ist Sven Groh, ich bin im Bereich der Fertigungsplanung tätig hier im Werk Emden und betreue unter anderem die Schilder, die hier beim ID4 auch zum Tragen kommen. Wir treffen uns heute hier zusammen mit der Akademie, weil wir aus der Fertigung den Auftrag bekommen haben, für die Anbringung eines Labels an einer Schablone ein Hilfswerkzeug zu erstellen, was dann halt die Prozesssicherheit und auch die Optimierung an dem Fahrzeug, die Labelposition halt dann erleichtert. Und habe den Auftrag entsprechend an die Akademie dann weitergegeben und treffen uns hier, um dann uns das gemeinsam am Fahrzeug anzugucken. Hallo Reke, grüß dich. Hi. So, oh, das hier sieht haben wir super aus. Die Lehre. Kann sie direkt mal ausprobieren. Ja, halt mal dran. Bin mal gespannt, ob es jetzt soweit passig ist. Von der Passform sieht es erstmal ziemlich gut aus, würde ich sagen. Ja, ein Anschlag an der Seite, das ist ein guter Sitz. Hier könnten dann gegebenenfalls noch Filz oder andere. Ja, als Schutz für. Genau, damit wir da auf jeden Fall das Material dann, ja, nicht beschädigen. Okay. Ja, so können wir es lassen, würde ich sagen. Ich würde sagen, dann mach das dann mal mit dran und dann wenn wir als nächsten Schritt dann auf die Fertigung zugehen, das nochmal präsentieren. Ja, super. Und wenn die auch damit zufrieden sind, denke ich mal, sind wir auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter und bringen das auch ins Ziel. Ja, wunderbar. Klasse. Super. Danke dir. Hallo, ich bin Sebastian Hartung. Ich bin im 2. Lehrjahr zum Industriemechaniker. Derzeit bin ich in der Versetzungsstation vom 3D-Druck eingesetzt. Wir haben 24 Drucker vom Prusa MK3S und haben derzeit testweise einen Drucker vom Prusa XL hier und den möchte ich euch jetzt gerne einmal zeigen. Also wir haben einen neuen Auftrag bekommen und zwar ist das ein Schrauber für die Heckklappe und die Mitarbeiter haben sich beschwert, dass der sehr unhandlich ist. Jetzt haben wir über den MK3S einen Handgriff gedruckt aus Nylon. Nylon haben wir ganz neu ausprobiert, aber der Druck ist sehr gut gelungen und jetzt ist der deutlich handlicher und kann einfacher bedient werden. Hier haben wir den Prusa XL. Wir haben jetzt hier einen Teil aus Carbon gedruckt. Dafür wurde eine Hartmetalldüse verbaut. Die Geschwindigkeit des Druckers ist deutlich höher als bei den anderen, was uns wirklich sehr zuvorkommt. Der Prusa XL bekommt die erste Schicht immer perfekt hin. Ich habe beim Druck jetzt auch kein Warping gesehen. Ich würde das Bauteil jetzt einmal entnehmen und dann können wir uns das mal gemeinsam anschauen. Wie man sieht, die Oberfläche ist sehr glatt. Es gibt kein Ghosting, keine Lücken, einwandfreier Druck. Da wird sich der Kunde sicher freuen. Diese Anlage ermöglicht es, dass wir Teile 24 Stunden, 7 Tage die Woche herstellen. Aber für mich ist die Produktivität nicht das Wichtigste, sondern da ich Ausbilder bin, ist das Ganze für mich ein großer Lernträger. Die Auszubildenden lernen hier
eine Anlage zu bedienen, die an den Fassstandard angelehnt ist. Also an einen Standard, der im Werk wiederzufinden ist, sodass die auszubildenden Komponenten dort immer wieder sehen, die sie hier schon behandelt haben. Des Weiteren lernen sie hier auch, wie man Störungen behebt, aber was für mich ganz wichtig ist, wie man zum Beispiel Prozessverbesserungen einbringt. Und dieses Ganze ist nur möglich, wenn sie den Druckprozess an sich verstanden haben und wissen, wie Teile gedruckt werden. Eine weitere Möglichkeit, die ich mit dieser Anlage habe, ist das Vermitteln von Zusatzqualifikationen. Die Auszubildenden können seit 2018 Zusatzqualifikationen erwerben und bei mir können sie hier die Zusatzqualifikation additive Fertigung und Systemintegration bekommen. Meine ersten Kontakte, als ich zum 3D-Druck gekommen bin, waren über ein Online-WBT von Prusa. Da wird detailliert erstmal das Slicing beschrieben, wie man am Computer quasi die Aufträge, die wir bekommen, gangbar macht für die 3D-Drucker, sodass dann die 3D-Drucker auch die geschriebenen Daten verarbeiten können und ausdrucken können. Die meisten Teile drucken wir aus PETG und TPU. Und derzeit kommen unsere meisten Aufträge aus unserer Halle 20, wo jetzt der ID4 angelaufen ist. Und dort werden neue Werkzeuge und Materialien benötigt, die wir mit unseren 3D-Druckern herstellen können. Am meisten am 3D-Druck gefällt mir, dass man einfach so vielfältige Möglichkeiten hat. Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und jetzt mittlerweile, wo ich schon ein paar Erfahrungen sammeln konnte, weiß man auch einfach, wie man besser die Stützstrukturen vermeiden kann, sodass man effizienter arbeiten kann. Man benötigt nicht so viel Stützstruktur. In meinem ersten Layer habe ich das konventionelle Zersparen kennengelernt, also Drehen und Fräsen. Jetzt im zweiten Layer, in der Versetzungsstation des 3D-Drucks, habe ich ein additives Fertigungsverfahren kennengelernt. Dadurch hat sich mein Mindset komplett geändert. Meine Möglichkeiten haben sich erweitert und ich denke, das wird mich in meiner beruflichen Zukunft weiterbringen und mir auch weiterhelfen können. Wir in der Akademie haben für uns die 3D-Druck-Technologie als wichtigen Baustein für eine zukunftsfähige Ausbildung erkannt und freuen uns immer wieder auf neue Entwicklungen und Ideen.